Ah, die Ruhe vom Spielplatz, wo die Kinder einfach noch immer Kind sein dürfen. Also wirklich, das ist... Aurelius Gilbert! Wenn du dir deine Hände lecken möchtest hier, du sollst nicht mit den Arbeiterkindern spielen. Spiel lieber mal mit deinem Büro-Equipment, dass du auch mal was wärst. Ich bin sie früher rausgegangen, mir hatte kein Handy, mir hatte keine Uhr. Ach, es war so schön. Und guck, ach! Joel, wenn du mit der Wasserspritze spielst, dann sollst du auch deinen Schwimmflügel anziehen. Und wir sind was geworden. Wir haben Dreck gefressen, bis dunkel draußen geblieben. Und guck, wie gut wir uns entwickelt haben. Mama, das ist ja nur einer. Damit schwimme ich ja im Kreis. Hättest du doch damals dem Julian besser zugehört. Auf der JSK-Sitzung 2015 hat er doch über Helikoptermütter gesprochen. Film ab! Also, eins gleich am Anfang mal klarzustellen. Ich ziehe sowas nicht oft an. Aber jetzt zum Thema 80er, hat mir meine Mutter geratet. Ich könnte ja mal freiwillig sowas hier, die Bühne. Ja, und jetzt stehe ich hier, in der Bütt, zum Thema 80er. Ich weiß, ich wirke ortsreif und männlich, doch ich bin wirklich erst 98 geboren. Deshalb habe ich recherchiert und sämtliche Leute zu den 80er Jahren gefragt und kann euch heute hier meine Studie vorstellen. Auffällig deutlich wurde bei meiner Recherche, dass sich Kindheit verändert hat. Wenn Kinder früher schlechte Note geschrieben haben, sagten die Eltern, setz dich hin und lern für deine nächste Arbeit. Heute dagegen tauschen sich erstmal die Mütter der betroffenen Kinder untereinander aus, als ob die Benotung eventuell ungerecht war. Wird gar die Ausbildung des Lehrers in Frage gestellt und direkt ans Ministerium gestellt. Also gut, bei der 3 in Deutsch kann das auch schon mal notwendig sein. Deutlich wurde bei meiner Recherche auch, dass Kinder früher öfter Wege selbstständig zu Fuß zurückgelegt haben. Heute muss man sich früh morgens in Acht nehmen, wenn Mütter ihre Kinder im Auto zur Schule rasen und um den besten Platz direkt vom Schultor kämpfen. Ich habe mir ja überlegt, wenn man jetzt ja so Gänge bauen könnte, wie am Flughafen, so Finger, die direkt in jede Klasse führen. Da wäre den Müttern doch sehr geholfen. Wie so ein Drive-In für Schüler. Aus der Autotür, durch den beheizten Gang, mit Rollwellen für die Ranze, direkt in die Klasse. Aber gut, so Mütter meinen das ja auch nicht besser, wenn sie andere vom Gehweg drängen oder den Fahrradweg fahren. Nee, im Gegenteil. Das sind doch besonders fürsorgliche Mütter, die nur das Beste für ihren Nachwuchs wollen. Für so Mütter gibt es heute sogar eine Bezeichnung. Helikoptermütter. Weil sie stets blühend um ihren Nachwuchs kreisen. So Begriffe gab es in den 80er Jahren noch gar nicht. Mir ist durch meine Recherche bewusst geworden, dass mein Klassenkamerad, der Kai Antoine, auch so eine Helikoptermutter hatte. Die hat ihm morgens den Ranzel in die Klasse getragen und den Lehrer im Unterricht abgehalten, weil sie ihm unbedingt erzählen muss, wie der Kai Antoine heute geschlafen hat. Und weil sie vom Lehrer wissen wollte, warum er ihre 3 Mails vom Vortag nur kurz und die Mail nach 23 Uhr gar nicht mehr beantwortet hat. Laut seiner Mutter
sollte der Kai Antoine hochbegabt sein. Und wirklich, eine gewisse Begabung konnten wir bei ihm erkennen. Er konnte seinen Hang so unwahrscheinlich weit helfen. Naja, Freunde hatte der Kai Antoine wenige. Aber seine Helikoptermutter verdankte unsere Klasse so einiges. Yoga im Matheunterricht. Sechslagiges blühendes Klopapier sowie sanfte Musik im Schulklo. Feng Shui im Klasseraum, ein plätschernden Zimmerbrunnen und dadurch zusätzliche Pinkelpausen. Damit die Energie fließen kann, hochemotionale Elternabende, eine Salatbar im Lehrerpult und zusätzliche Pausenaufsichten in Form von anderen Helikoptermüttern auf der Schulhofsmauer. Alles Dinge, die so in den 80er Jahren noch nicht gab. Ich konnte trotz meiner Recherche nicht feststellen, wann dieser Wandel stattgefunden hat und wann aus Sex, Drugs und Rock'n'Roll überhaupt Laktoseintoleranz, Veganismus. Schmutzig und mit aufgeschürften Knien vom Spielerheim und keiner wird dafür verklagt. Heute gibt es so neumodische Krankheiten wie etwa den weit verbreiteten Handynacken. Die hatten früher gar kein Handy oder Facebook und trotzdem hatten die viele Freunde. Die hatten keine Spielekonsolen und nur 10 Fernsehkanäle und trotzdem hatten die keine Langeweile. Wenn es unter den Kindern mal hieß, du kannst nicht mitspielen, hat der Betroffene über Gründe nachgedacht und gelernt, mit der Enttäuschung umzugehen. Meine Recherche haben auch ergeben, dass früher nur wirklich sehr gute Schüler aufs Gymnasium gingen. Hochbegabte, die wegen irgendwelcher inneren Blockaden nicht recht hochbegabt wirken konnte. Und Kinder wie Bibi Langstrumpf und Michel aus Lönneberger, die waren beliebt. Während die beiden heute nicht verhaltensauffällige, hyperaktive Schüler. Verschreiben, weil auch das gab es in den 80ern so nett. Überhaupt habe ich recherchiert, dass viele das Kinderprogramm früher viel schöner fanden. Ich konnte durch meine Recherche nicht feststellen, wann aus Biene Maja und Herr Bossi sucht das Glück eigentlich Ninja Turtles und verklagt mich doch kurz. Ich bin ja in der Zeit geboren, da hatten die Mütter bei Ausflügen schon Feuchttücher oder Klobrille dabei. Früher führten Mütter nur ein Taschentuch mit sich. Und ihr Kinder aus den 80er Jahren oder von vorher, ihr habt an der Stelle echt mein tiefstes Mitgefühl. Weil laut Aussage Betroffener, Spolzen die Mühle. Komm mal her,
mehr als ihr heute. Die Kopf der Mutter hingegen trägt heute stets die Standardausrüstung bei sich. Die Handynummer vom Kinect, Feuchttücher, Blumen, Sakrotanspray, Sektenspray, und aus der Hilfepost, ein Nasensauger, Sonnenmilch, Labello, Bachblüten-Notfallseife und die Kühltasche für Kühlpäck. Ich hab mir ja überlegt, das viele Gepäck könnte auch der Grund sein, warum heute kaum noch Eltern mit einem Opel Ascona, zwei Kindern und einem Hund nach Italien in Urlaub fahren. Das ist erstaunlich. Früher passte in diesem Opel Ascona sogar noch ein Schlauchboot. Aufgeblasen! Die Packe, die wurden kurzerhand kofferraumfreundlich abgesägt. Das war kreativ. Ich stell mir das Bild am Strand gerade vor. Giovanni! Schlauchboot in Seenot. Wo, Francesco? Ah, da! Sie, sie hat kurze Paddel, ist Deutsche. Ja, ich habe den Eindruck, ihr habt weniger Ansprüche gestellt und euch war weniger peinlich. Kann man auch deutlich an euren Liebesbriefe erkennen. Die hatten sie in sich. Total romantisch. Willst du mit mir gehen? Heute an. Ja? Nein? Ich bin nicht bereit. Heute geht das ja völlig unpersönlich über Facebook. Du bekommst dann so eine Meldung. RDS hat angegeben, mit dir in einer Beziehung zu sein. Möchtest du auch mit ihm ihr in eine Beziehung treten? Ja. Die junge Leute verlernen ja völlig das Flirten. Das habe ich bei meinem Kumpel bemerkt. Da himmelt der wochenlang in der Schule eine heiße Fackel an und hat endlich die Möglichkeit, sie anzusprechen. Und dann kommt sowas dabei raus. Ei? Du auch hier? In der Schule? Ich? In der Cafeteria? In Rottgau? Mit Fuß? Ah ja, ich sehe schon. Wir haben viel gemeinsam. Na dann tschüss. Ja, es gibt Sachen, die können uns selbst in den Kopf der Mitte nett abnehmen. Keine der von mir Befragten hatte früher Englischunterricht im Kindergarten. Oder Physik-Workshops am Wochenende. Die kannten kein Chinesisch von Global Kids. Und keiner von denen wurde schon im Mutterleib von Mozart Bescheid. Und trotzdem würden die Befragten nicht Pläne. Nee, sie erzählten, wie glücklich sie waren. Und mit folgendem Ergebnis beende ich meine Studie. Erdrückt eure Kinder nicht mit Förderbahn, weil so kein Kind mehr Kind sein kann. Schenkt ihnen Zeit, Erfahrungen und mehr Rot, Weiß, Gelb und Blau, weil das brauchen die Kinder und das macht sie schlau. Hello!
nicht sein. Ich will jetzt auch zur JSK-Fasernacht. Witzig sein, damit verdient man kein Geld. Aurelius Julius Yves Joel, du wirst mal ein Banker. Spiel lieber mal mit was anderem. Mann, Mama, ich bin 22 Jahre alt. Echt peinlich. Naja, wenn ihr noch mehr so pädagogisch wertvolle Videos sehen wollt, dann klickt euch mal durch. Best of JSK Fasernacht Director's Cut. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video auch wieder, so oder anders. Ui. Auffällig deutlich wurde bei meiner Recherche, dass sich Kindheit verändert hat. Wenn Kinder früher schlechte Note geschrieben haben, sagten die Eltern, setz dich hin und lern für deine nächste Arbeit. Heutzutage tauschen sich erstmal die Mütter der betroffenen Kinder untereinander aus, als ob die Belohnung eventuell ungerecht war.